Hallo und herzlich willkommen zu Kirby's Superstar. Oh, ich habe ja einen Spielstand jetzt drauf, den werde ich mal schnell löschen. Ja, löschen. Ja, bitte löschen. Ja, ich bin mir sicher. Blip. Okay. Und dann würde ich sagen, los geht's. Das war nämlich nur mein Übspielstand, ob es auch funktioniert. Okay, also wir haben in diesem Spiel total viele Modi zur Auswahl. Das ist voll schön. Und wir können die Musik auf Mono umstellen, aber das ist Quatsch. Okay, also wir können einmal die Standard-Story spielen. Also Kirby läuft durch die Welten. Am Ende kommt immer ein Endboss und dann können wir den Stern springen, tanzen und freuen uns. Wir können das Gourmet-Race machen. Da müssen wir gegen König Nickerchen kämpfen, indem wir ein Wettrennen gegen ihn machen. Wir müssen dabei ganz viele Lebensmittel essen, immer mehr als er. Und wir müssen vor ihm im Ziel ankommen. Dann können wir Dynablade spielen. Dann müssen wir ebenfalls über eine Overworld laufen und halt Stages betreten und dann am Ende einen Endboss besiegen. Und bei dem, was ich gerade nicht richtig lesen kann, auf jeden Fall Fragezeichen Offensive, das gefällt mir eigentlich mit am meisten, sind wir auf dem Weg durch eine Expedition sozusagen und müssen ganz, ganz viele versteckte Schatztruhen finden. Und das Ziel ist es halt, dass wir alle finden. Und das hier ist Megaton Punch, da muss man halt auf diese Hindernisse da schlagen und dann kommt so ein Riss in den Boden. Also wer das halt am weitesten macht, hat halt gewonnen. Und dieses Samurai Kirby, das hatten wir bei Nightmare in Dreamland, glaube ich. Wo wir halt einfach nur ganz schnell A drücken müssen, sobald dieses Ausrufezeichen auf dem Bildschirm ist. Das werde ich am Ende aber erst zeigen. Ich würde sagen, wir fangen mit Spring Breeze an. Spring Breeze, Hilfe, das ganze Essen von Dreamland wurde gestohlen. Beeil dich, Kirby, oder jeder wird hungern. New Game. Ja klar. Es gibt Probleme in Dreamland. König Nickerchen und seine Untergebenen haben das ganze Essen im Dreamland gestohlen. Hier kommt unser Held Kirby, der auf der Morgenbrise reitet. Lasst uns das Abenteuer beginnen. Ist es das erste Mal, dass du spielst? Ja. Das ist nämlich auch sehr schön. Da kommt nämlich jedes Mal ein kleiner Guide. Willkommen in der Anfängershow. Für alle, die zum ersten Mal spielen. Hier ist nun die Anleitung. Das ist der Controller. Das ist das graue Ding mit den lilanen Knöpfen. Das ist so schön erklärt. Das ist Kirby, unser Held. Er ist eine Frohnatur. So wie er guckt, nicht. Okay, bewege Kirby nach links oder rechts, indem du nach links oder rechts auf dem Steuerkreuz drückst. Du wirst gar nichts schaffen, wenn du einfach nur irgendwo rumsitzt. Wenn du eine Tür siehst, dann drücke nach oben auf dem Steuerkreuz und du wirst in das nächste Gebiet kommen. Das machen wir doch gleich mal. Wie man springt. Springe, indem du B drückst. Springe über Gegner und Hindernisse. Das ist ein Hindernis. Nun, lass uns mal das Essen auf dem Hindernis nehmen. Essen regeneriert deine Energie. Jedes Mal, wenn du Essen findest, solltest du es auch nehmen. Da ist noch Essen in der Luft. Fliege, um es zu bekommen. Um Kirby fliegen zu lassen, drücke B, während er in der Luft ist. Nimm das Essen, indem du ganz oft auf B drückst. Yay! Gute Arbeit. Nutze die Fliegensfähigkeit, wenn Kirby dabei ist, von einer Klippe runterzufallen und in den Abgrund segelt. Okay, lasst uns nun den nächsten Schritt angehen. Kirby verliert Energie, wenn er in Gegner kracht. Na, wer hätte das erwartet? Hui. Es ist okay, über Gegner zu springen, aber vielleicht möchtest du sie stattdessen auch besiegen. Drücke Y und Kirby wird alles Mögliche, was ihm im Weg steht, einsaugen. Kirby kann die eingesaugten Gegner auch als Angriff ausspucken. Yeah! Nun lass uns das mal üben. Sauge einen Gegner ein. Du hast es geschafft. Drücke Y, um einen Stern auszuspucken. Das ist dein Angriff. Zerstöre das Ziel, indem du den Stern ausspuckst. Gute Arbeit. Yay! Dieses Mal wird es ein bisschen schwieriger. Wir müssen nämlich erst zum Gegner hinlaufen und dann saugen. Gute Arbeit. Und jetzt kommt's wirklich schwierig. Springe und spucke den Stern, indem du erst B drückst und dann Y. Babam! Oh! Ja, konzentrier dich auf dein Ziel und versuch es nochmal. You did it. Da habe ich wohl etwas zu schnell gedrückt. So, und... So, man kann das ja auch so machen. Nice job! Yay! Das ist alles für die Anfängershow. Es wird alles gut sein, solange du dich an das erinnerst, was wir jetzt gerade eben geübt haben. Yay! Um endlich Spring Breeze starten zu können, springe auf den Warpstern. Juhu! Viel Glück und viel Spaß! Danke sehr! Das werden wir auch haben. Level 1! Green Greens! Sehr schön. Oh, wenn ich die Musik schon höre, das freut mich gleich. Ah, das ist schön. Okay, dann würde ich mal sagen, als erstes saugen wir einfach den Waddledoo ein. Und bekommen, wie wir das kennen, die Beam-Fähigkeit. Und wie ihr sehen könnt, können wir die aber auf total viele Art und Weisen benutzen. Das ist auch das Schöne, was ich an diesem Spiel einfach mal genial finde.
Wir können... Ich glaube, jede Fähigkeit irgendwie so auf 4 Arten benutzen. Es könnte auch sein, dass es manchmal weniger sind. Aber das ist ja erstmal egal. Das mache ich erstmal kurz hier ein bisschen Platz, um das nächste gleich zu zeigen. Oh, Ramsen! Warum halten die jetzt schon wieder mehr aus? Das gibt's doch nicht. Okay, und zwar können wir auch... Ich glaube, X müsste das auf dem Controller sein. Kann doch sein, dass es eine andere Taste ist. Auf jeden Fall können wir die Taste drücken. Und dann können wir aus unserer Fähigkeit einen Helfershelfer machen. Das ist total schön. Und da greift sogar die Ramsen an. Oh, das ist mir sympathisch. Gut. Und wir können den gleichen Knopf auch wieder drücken, um den Gegner in... den Helfer wieder in den Gegenstand zurückzuverwandeln, der die Fähigkeit repräsentiert. So, ich mag aber den Helfer lieber als Helfer haben und gehe dann einfach mal in den nächsten Raum. Und, ja klar, und lass ihn erstmal treffen. So, nehmen wir die Fähigkeit und geh weiter. Jetzt haben wir nämlich beide eine Fähigkeit. Achso, naja, er hatte sowieso schon eine. Gut. Nein! Oh, das ist ja cool. Das wusste ich nicht mal, dass ihr das könnt. Macht das nochmal. Moment, wie habe ich das gemacht? Wie habe ich... Könnt ihr euch nochmal festhalten? Das war voll niedlich gerade. Egal, okay, wir gehen einfach auf den Warpstern. Das wird schon irgendwann nochmal zwischendrin passieren. Niam! Ach, ich liebe das. Das ist so schön. Und rein theoretisch könnte man diesen zweiten Spieler sogar mit dem Controller spielen. Spiel die Bomben. Danke. Habe ich die Bomben jetzt? Ja, danke. Gut. Puh. Rein theoretisch könnte man auch den Helfer mit einem zweiten Controller spielen, aber ich habe keinen. So, und jetzt knutsche ich den mal kurz. Das hat nicht funktioniert. Was soll... Hey, spinnt ihr oder was? Du schießt den doch nicht mit Bomben. Das mache ich höchstens mit euch. So, jetzt mache ich dich mal kurz zum Bombentypen. Dann bist du nämlich wieder geheilt. Theoretisch kann man nämlich Essen zu sich nehmen und dann schnell den Helfer berühren. Und dann bekommt er ebenfalls was von der Heilung ab. Wow! Nein! Ich will die Heilung haben. Okay, das war schon etwas aufregend. So, dann nehmen wir uns das Leben, spucken dem ein paar Mal das ins Gesicht und schnappen uns jetzt die Heilung hier unten. Na, kommst du mal mit? Danke, die Heilung hier unten und dann heile ich den mal mit. So, Knut. Schön. Mit der Kraft der Liebe geht alles. Gehen wir mal schnell hier durch. Und das ist auch schon vor allem das Ende vom ersten Level. Das ist echt krass. So, dann machen wir jetzt mal ein bisschen Rabatz. 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 Und du kannst auch mal mithelfen. Was habe ich denn jetzt? Ach so, ich bin auf den Typen gesprungen. Bam, 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 bam. Und bam. Und bam. Und bam. Juhu. Besiegt. Das war's leider schon. Also so leicht ist der erste Gegner immer noch geblieben. Naja. Auf jeden Fall machen wir jetzt alle schon zu viert eine Tanzpose. Das ist voll schön. Bam. Na toll, und der eine Kirby verdeckt die Siegespose von dem kleinen Poppy Junior oder so. Ich weiß nicht. Egal, Level 2, Float Island. Und wir essen glatt den Fisch mitsamt Köder. Das ergibt total viel Sinn. Kirby ist ein sehr toll, vielfräßiger Geselle. Gut, du kriegst die Fähigkeit. Und ich schnapp mir den. Wunderbar, na bitte, klappt doch alles gut. So, was kann der alles so? Der kann zuschlagen. Der kann, Akku, da kann auch so ein Hadoken abfeuern, das finde ich schon mal gut. Wie auch immer. Ach so, und was man übrigens auch kann, ist, dass man generell Schläge ablocken kann. Das kann man mit den Schultertasten. Das kann man, egal welche Fähigkeit man hat, soweit ich weiß. So, bam, bam, bam. Oh, das ist so toll mit den Sidekicks. Finde ich toll. Gut, dann gehen wir mal weiter. Und ich glaube, diese Welt und vielleicht sogar noch die nächste sollten wir eigentlich locker schaffen. So, mach das mal auf. Oh, mein Wattel, du hast mich beschützt. Dafür kriegst du einen Knutscher. So, nach oben. Okay, wie auch immer ich das gemacht habe, das war gut. So, hier müsste immer noch ein Leben sein. Ja. Die Stages sehen schon sehr ähnlich aus wie die, die man kennt. Ich weiß nicht, ob die die ersten sind. Ne, ich glaube, vorher kam noch bei... Vom NES kam ja auch noch Kirby's Dream Land raus. Ich glaube, da sahen die Welten auch schon so aus. Den möchte ich, den möchte ich. Gib her. Danke sehr. Cool. Bam, 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 bam. Ach, ich liebe, das ist so geil gemacht. Was ich auch schön finde, ist, dass wir zum Beispiel mit dem Bonbon... mit dem Bonbon. Mit dieser Eisfähigkeit richtig über den Boden schlittern. Anstatt halt zu laufen. Brems! Oh, gut, das wäre nochmal die Schneemann-Fähigkeit gewesen. Die habe ich gerade im hohen Bogen weggeschleudert. Ich hoffe... Ach, das war der Zwischenboss. Das ging ja fix. Oh, mein Helfer ist fast K.O. Das finde ich nicht so gut. Dann muss ich mal... Okay, das mache ich erstmal hinüber. Was? Ach, man kann die... Okay, ich mach dich erstmal kurz zum Helfer. Dann kriegst du nämlich auch wieder volle Energie. Chili ist nämlich auch cool. Oh, und jetzt sind wir schon wieder beim Boss. Na toll. Ich kann nichts machen. Es tut mir leid, Chili. Ich nehme mal das. Wow, du hast den Gegner besiegt? Du bist besser als ich.
Oh, toll. Ich mache nur die komischen Platten kaputt. So, jetzt mache ich auch mal einen kaputt. Au. Chili, mach irgendwas. Na gut, jetzt. Yeah, das waren wir zusammen. Auf jeden Fall waren wir das zusammen und nicht alleine. Und jetzt kriege ich sogar noch eine Siegespose mit Chili, ja? Oh, das ist schön. Den mag ich nämlich. Der ist süß. Hey! Oh, cool. Und keiner verdeckt jemand anderen. Das ist gut. Schön. Stage 3, Bubbly Clouds. Au. Au. Okay. Bubbly Clouds. Oh, da gibt's ein Schwert. Das möchte ich haben. Nein, nicht so viel besiegen. Okay, also das Schwert, das ist auch richtig toll. Das kann jetzt diese Minischwerter verschießen. Und das nicht zu schlecht. Wir können es in der Luft benutzen. Und wir können es im Sprinten in der Luft benutzen. Also echt zu empfehlen. Oh, Moment kurz, Leute. So, Leute, ich wollte euch nur meine Nies-Aktion ersparen. Ich würde sagen, weiter geht's im Programm. Oh nein, ja, die Kanonen kann man natürlich immer noch nicht. Ich helfe dir. Das ist toll. Dafür, dass du den letzten Boss besiegt hast, ist das doch eine liebe Hilfe. Oh, da ist eine neue Fähigkeit. Moment, du kriegst das Schwert. Danke. Und ich krieg den. Der ist nämlich auch richtig cool. Okay, wir haben jetzt die Spiegelfähigkeit. Die ist optisch jetzt sehr ähnlich wie die... Wie hieß sie? Die Beamfähigkeit. Aber wir können diese Teil hier, diese kleinen Spiegel da machen. Die reflektieren auch Geschosse. Statt zu rennen, schweben wir jetzt so cool. Und wir können auch uns total cool und perfide verdoppeln. Und zwar fliegen wir immer in die Richtung, in die wir gerade fallen. Also jetzt springe ich halt nach oben. Darum gehen die auch diagonal. Wenn wir am Boden sind, gehen die halt so. Wenn ich so, also so im Halbfallen bin, ist das halt nicht ganz so schräg. Also ich weiß nicht, ob man das versteht, was ich gerade sage, weil das sehr konfus ist. Aber ich denke, solange ich noch weiß, wie man die Fähigkeit benutzt, ist das am hilfreichsten. So. Fein, ne? Das klappt doch perfekt. Mach das mal weg. Ach, toll, jetzt hat der Schaden bekommen. So, kannst du mal für mich... Danke! Genau das wollte... Wo bist denn du hin? Ah, da bist du. Gut, dann heile ich dich gleich mal. Und heile dich gleich nochmal. Ja, es hat noch geklappt. Schön. Und dann gehen wir mal hier durch. Ah, ist das schön. Es ist voll chillig, dadurch, dass wir jetzt halt zu zweit sind. Oh, das war dumm. Wow. Du fieser Sack. Oh. Okay, das war einfach. Dann gehen wir gleich mal weiter auf den Warpstern und gucken mal, was uns als nächstes noch erwartet. Yay! Abenteuer! Ich weiß gar nicht, was wollten wir... Ach ja, Essen wurde gestohlen, stimmt. Oh, oh, oh. Moment. Dir gebe ich mal die Fähigkeit. Danke. Und deine nehme ich mal. Die Fähigkeit ist nämlich immer noch die gleiche. Also sprich, wenn wir die Fähigkeit aktivieren... Ja, ja. Dann können wir halt bis zu dreimal so einen Schrei loslassen. Und der zerstört alle Gegner auf dem Bildschirm. Ja, das möchte ich noch nehmen. So, und dann gehe ich oben raus, wo unten die bösen Stacheln waren. Da krache ich bestimmt rein. Ich kenne mich doch. So. Alle zerstört. Warte, der fällt bestimmt runter. Tja. Gut. Unten ist noch eine Maxiturm. Ach, ich nehme es einfach. Yay, geheilt. Wow. Oh, shit. Oh shit, das habe ich befürchtet, dass das passiert. Gut, jetzt haben wir Schaden bekommen, obwohl wir uns... Ach, was soll's. Gut. Dann gehen wir mal... Ah, danke, dass du das getan hast. Ich möchte die Fähigkeit nämlich eigentlich, ehrlich gesagt, noch nicht verschwenden. Oh, Steine, okay. Und statt da jetzt durchzugehen, weiß ich nämlich... Wow. Müsste hier irgendwo... Wo war denn das? Ah, jetzt hat es funktioniert, wie auch immer. Nee, Moment, ich glaube, das ist nicht gut, wenn du an mir dranhängst. Irgendwo... Ah, da war's, genau. Wie in dem anderen Kirby-Spiel auch, ist natürlich im Mond nochmal... Ah, gut, eine Tür versteckt. Und hier gibt es total viel Lebensmittel. Und ein Leben. Das ist fast an mir vorbeigegangen. So, und dann schnappen wir uns jetzt mal ganz da unten noch das Besonderste am Besonderen Besonderen. Kann ich dich eigentlich auch zu Mikey machen? Ist mir egal. Bam! Das ist so krass, wie der schreit. Au. Oh, du kannst ein Schild? Das habe ich selber auch noch nie benutzt. Finde ich gut. Danke sehr. Dann schnappe ich mir jetzt noch den Hammer. Ah, ich finde das so toll. Man muss gar nichts mehr machen. Die Helfer sind total gut. Okay, Hammer benutzt man immer noch, wie man das kennt. Auf verschiedene Art und Weisen. Und... Ja. Also, wir wieder mal 4 oder 5 verschiedene Arten, den zu benutzen. Finde ich richtig gut. War das so eine kluge Sache, den Hammer zu nehmen jetzt? Vielleicht sollte ich lieber den... Oh, vielleicht sollte ich das lieber ganz anders machen. Okay. Helferle, du bist, glaube ich, als Hammer... Nein, 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 nein.
Danke. Krieg ich dich noch? Ja. Perfekt. Gut, und dann mache ich dich jetzt vielleicht noch hinüber. Okay, oder auch nicht. Okay, ich hole den Spiegeltypen wieder zurück und nehme mir den. Sind wir nämlich zwei zaubernde Gesellen. Oh. Und verlieren auf magische Weise Lebenspunkte. Cool. Ah! Okay, so viel hält er nicht mehr aus. Oh, wir haben es geschafft. Danke sehr. Ich bin fast gestorben. Schön. Puh, das war knapp. Danke, kleiner Simiror. Finde ich toll. Bidim, 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 dim. Oh yeah. Sehr gut. Oh, last stage schon. Okay, Mount Nickerchen oder Mount DDD. Ich weiß nie, wie ich das richtig übersetzen soll. Ich lese immer mal das eine und manchmal das andere. Und ich denke, wir werden jetzt wahrscheinlich das erste Leben verlieren. Oh nein, wir haben wieder volle Lebensenergie. Na gut, dann ist das okay. Dann akzeptiere ich das. Okay. Den machen wir weg. Nee, den brauche ich wirklich nicht. Geht's hier noch? Oh shit, da geht's noch weiter. Dann gehe ich erstmal kurz hier rein. Man weiß ja nie. Finde ich jetzt nicht so gut. Ja. Komm, wir machen schon genug Schaden. Das müsste funktionieren. Oh, das Spiel hat gerade die übelsten Slowdowns bei mir. Das ist ja total verrückt. Komm schon, Kind, ich nicker hin. Du hältst eh nicht so lange durch gegen zwei zaubernde kleine Gesellen. Das war's. Wow, epic. Okay. War's das schon? Ja, nein, vielleicht? Oh. Röms. Ja, ich würde sagen, das sah gut aus. Ja. Yay. Cool. Wow, Riesengröße. Wie im allerersten Kirby-Spiel auch. Das ist schön. Und jetzt verteilen wir das ganze Essen und lassen es einfach irgendwo im Dreck landen. Ist das nicht toll? Ah. Wow, wie schnell soll man das denn da unten lesen? Das ist ja krass. Okay. Das ist total verrückt. Schaut doch mal, wie viele Leute da mitgemacht haben. Dabei ist das Spiel so klein gewesen bisher. Weil ich glaube, der Abspann zählt nur für dieses Spiel. Yeah, und auf einmal lassen wir das Schloss einfach runterfallen. Nein, natürlich nicht. Das wäre ja dumm, wenn das Schloss am Boden zerschellt. So, und da werden wir bejubelt von allen, weil wir das ganze Essen zurückgebracht haben. Next! Juhu! Das ist wirklich genau wie im allerersten Kirby. Das ist so süß. Ich finde das schön. Das sollte vielleicht auch irgendwann mal Let's Playen. Schön, okay, auf jeden Fall. Next! Und das nächste könnt ihr entscheiden. Ja, so ist das nämlich. Die Spiele sind ja eh nicht so lang, wie ihr gesehen habt. Ich wollte das ja nur als Einstieg haben. Darum jetzt die Frage. Wollen wir als nächstes Gourmet Race probieren? Das ist übrigens sehr kurz. Da können wir danach tatsächlich noch ein zweites anfangen, würde ich mal fast sagen. Oder, nee, wir machen das anders. Okay, also, entweder wir spielen Dynablade. Oder wir spielen das, was ich noch nicht so richtig lesen kann, Offensive. Oder wir spielen das Gourmet Race und diese zwei Minispiele noch dazu. Weil die sind wirklich sehr kurz. Und, ja. Dann würde ich mal sagen, ihr entscheidet und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und bis dahin, euer Illig. Bye!